Hallo und herzlich willkommen nun zum vierten Teil, Prozess der Unterrichtsplanung. Und in diesem Video befinden wir uns noch immer im zweiten der fünf Planungsschritte, der didaktischen Jahresplanung. Denn wie wir bereits gehört haben, ist die wichtige Grundlage für die didaktische Jahresplanung ihre Dokumentation. Und die zeitliche Anordnung und Sequenzierung der Lernfelder über ein Schuljahr. Durch diese Dokumentation wird visualisiert, welche Lernfelder und Lernsituationen in den entsprechenden Phasen des Schuljahres im Unterricht umgesetzt werden. Dazu gibt es drei unterschiedliche Varianten. Die sequentielle Anordnung, wie in Reihe geschaltet. Die parallele Anordnung, wie parallel geschaltet. Und es gibt die Umsetzung von Mischformen, da wo man beides braucht. Schauen wir uns zunächst die sequentielle Anordnung an. Dies hier ist der Zeitstrahl für die 40 Unterrichtswochen. Bei einer sequentiellen Anordnung werden die Lernfelder der Reihe nach abgearbeitet. Machen wir uns das deutlich beim Ausbildungsberuf zum Industriemechaniker. Erstes Lehrjahr, das Lernfeld 1, ist das Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen, 80 Stunden lang. Darauf folgt das Lernfeld 2, ebenfalls wieder mit 80 Stunden, das Fertigen von Bauelementen mit Maschinen. In der Reihe geht es dann weiter mit Lernfeld 3, wieder mit 80 Stunden, das Herstellen von einfachen Baugruppen. Und das Lernfeld 4, was dann folgt auf dem Weg zum Industriemechaniker, ist das Warten technischer Systeme, wieder mit 80 Stunden. Und dann sind die 40 Unterrichtswochen geschafft. So, und im Vergleich dazu können die Lernfelder auch parallel angeordnet werden. Bei einer parallelen Anordnung werden alle unsere vier Lernfelder gleichzeitig unterrichtet. Nun, und bei der dritten Möglichkeit der Anordnung, bei der Mischform, werden sie teilweise parallel und teilweise sequenziell abgearbeitet, die Lernfelder. Und welche Anordnung nun am sinnvollsten ist, das hängt von den örtlichen Gegebenheiten an der Schule ab. Zum Beispiel die Verfügbarkeit von Fachpraxisräumen und die Verfügbarkeit von Lehrkräften. Eine sequentielle Anordnung hat den Vorteil, dass die Lernenden nicht ständig zwischen unterschiedlichen Lernfeldern wechseln müssen. Allerdings müssen sich die Lehrkräfte sehr gut absprechen, da sie gemeinsam die gleichen Lernfelder unterrichten. Mischformen wiederum können auch motivierend auf die Lernenden wirken, wenn sie von ihnen als Abwechslung empfunden werden. Das Bildungsgangteam entscheidet und überprüft, in welcher Reihenfolge die Lernfelder letztendlich bearbeitet werden. Natürlich mit dem Ziel, dass die Kompetenzenentwicklung der Lernenden möglichst optimal gefördert wird. Und vor allem auch unter den gegebenen Ressourcen umgesetzt werden kann. Die Anordnung und die zeitliche Verteilung der Lernfelder ist also Basis für alle weiteren didaktisch-curricularen Planungen. Diese zeitliche Dokumentation der Jahresplanung stellt das aktuelle Äquivalent der früheren Stoffverteilungspläne dar. In diesem Planungswerkzeug zeigen sich insbesondere die Verknüpfungen der Lernsituationen untereinander. Ebenso wie die Einbindung der Lernsituationen in das Lernfeld. Damit dies aber wirklich sinnvoll dargestellt werden kann, ist die konkrete Planung der Lernsituation notwendig. Und damit beschäftigen wir uns dann ganz bestimmt im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!